Mein Name ist Ilka Schmitzer und ich bin 34 Jahre alt und CF-Patientin. Vom Beruf bin ich Softwareentwicklerin und ich arbeite in einer Softwarefirma in München. Und in meiner Freizeit gehe ich gern zum Wandern, im Winter zum Langlaufen und ich lese und koche sehr gerne. Und ich wollte Ihnen hier jetzt meine Geschichte erzählen. Als Kind und Jugendliche habe ich wahnsinnig viel mit Angst zu kämpfen gehabt. Also ich hatte schon Angst vor den ganz normalen einzelnen Ambulanzterminen und ich habe immer gehofft, oh, hoffentlich geht alles gut, hoffentlich ist die Blutabnahme nicht so schmerzhaft und geht einfach und oh Gott, hoffentlich ist meine Lungenfunktion in Ordnung, weil wenn sie nicht in Ordnung ist, dann muss ich vielleicht eine IV-Therapie machen und oh Gott und hoffentlich und hoffentlich. Also vor allem die Angst vor einer anstehenden IV-Therapie hat mir wahnsinnig zu schaffen gemacht. Vor normalen Ambulanzterminen habe ich aufgrund dessen einfach immer tagelang schlecht geschlafen und war am Tag von dem Termin immer wahnsinnig nervös und innerlich total unruhig. Und auch habe ich aufgrund von Angst und Verzweiflung auch in den Sprechstunden viele Tränen vergossen. Als junge Erwachsene kam ich dann zu dem Zeitpunkt, dass ich einfach keine Lust mehr hatte und es satt hatte, dass ich ständig immer Angst habe. Zumal ich ja wusste, ich werde mein ganzes Leben zu Ambulanzterminen gehen müssen und auch mein ganzes Leben wahrscheinlich immer IV-Therapien machen müssen. Und wer weiß, was noch alles auf mich zukommt. Und mittlerweile bin ich Mitte 30 und es haben sich ein paar Dinge geändert. Vor Ambulanzterminen habe ich fast gar keine Angst mehr. Und ich kann relativ entspannt in so einen Termin reingehen. Natürlich möchte ich immer noch eine gute Lungenfunktion haben, aber die Welt bricht jetzt für mich nicht mehr zusammen, wenn sie es halt mal nicht ist. Und auch wenn das Gespräch auf eine IV-Therapie kommt, kann ich damit relativ gut umgehen und habe davor nicht mehr ganz so viel Angst. Und die Angst vor IV-Therapien und auch stationären Aufenthalten ist jetzt auch nicht komplett verschwunden. Das muss sie wahrscheinlich auch gar nicht. Aber ich kann das jetzt gut aushalten und der Umgang mit sowas fällt mir wesentlich leichter. Und ich habe auch gelernt, mit einer aufkommenden Angstwelle umzugehen. Und das hat mein Leben einfach wahnsinnig viel einfacher gemacht. Ich bin auch gelassener geworden und habe aufgehört, mir vorher immer ständig Sorgen zu machen, was sein könnte, wie die Werte sein könnten und was welche Diagnose bedeuten könnte. Denn zu viel schlaflose Nächte, die ich vorher hatte, die bringen einem ja überhaupt nichts. Dadurch werden Diagnosen und auch die Lungenfunktionswerte und andere Werte sich ja nicht ändern und verbessern tun sie sich so überhaupt nicht. Und wenn es dann doch mal nicht glatt läuft, habe ich ja danach immer noch genug Zeit, mir dann immer noch Sorgen zu machen. Aber ich muss mir ja vorher nicht den ganzen Tag schon verderben lassen, nur weil ich Angst habe, es könnte vielleicht irgendwas nicht in Ordnung sein. Und auch das muss ich auch erstmal lernen. Und ich muss es mir auch immer wieder ins Gedächtnis rufen, denn auch ich bin nicht immer gelassen, aber ich versuche dann, mich daran zu erinnern. Das Sachen, die ich eben noch nicht weiß, die weiß ich halt nicht. Und dann möchte ich trotzdem einen schönen Tag verbringen. So, wie konnte ich jetzt meine Situation so verbessern? Als ich den Beschluss gefasst hatte, dass ich meine Angst loswerden möchte, habe ich mich in Psychotherapie begeben. Und dort habe ich gelernt, meine Ängste zu analysieren, zu hinterfragen. Und ich habe mich aktiv mit den Ängsten beschäftigt. Außerdem hat es mir sehr geholfen, mich mit anderen CF-Patienten auszutauschen, zum Beispiel auf Rehas. Und da habe ich gesehen, dass ich nicht die Einzige bin, die immer mit solchen Ängsten zu kämpfen hat. Und deswegen, man darf nicht vergessen, man ist damit nicht alleine auf der Welt. Wichtig für mich war auch, dass ich erkannt habe, was ich brauche, um nicht in gleichen Angst zu verfallen. Brauche ich nochmal ein Gespräch mit meiner behandelnden Ärztin?
wie viele Details zu Eingriffen brauche ich und wie viele Details zu Befunden würde ich gerne wissen. Und dann auch natürlich, wenn irgendwelche Eingriffe oder irgendwas ansteht, ob ich seelische Unterstützung brauche. Ob meine Mama oder auch mein Ehemann dabei sein soll, dass ich da nicht ganz alleine bin. Und vor allem ist auch wichtig zu wissen, was ist zu tun, wenn es mal nicht glatt läuft. Also immer so einen Plan B noch in der Hinterhand zu haben, was ich dann machen kann. Und auch wichtig ist, das Gefühl zu haben, zu wissen, wann man wieder einen Termin mit seiner Psychologin ausmachen sollte, um da eventuell nochmal mit ihr drüber zu reden. Und da lerne ich bei den ganzen Sachen auch immer noch dazu. Und zusätzlich dazu habe ich mir eine Entspannungstechnik beigebracht. Ich habe gelernt, mit ruhigem und tiefem Atem und Entspannen meiner Muskeln mich wieder runterzubringen, wenn so eine Angstwelle kommt. Und da musste ich auch üben und auch ein bisschen ausprobieren, bis ich die richtige Technik für mich gefunden hatte. Und da darf man einfach nicht aufgeben und einfach ein bisschen üben, bis man die richtige Technik gefunden hat. Und dann, wenn jetzt das ruhige, tiefe Atmen jetzt nicht irgendwie zu einer guten Besserung führen, habe ich mir noch eine ganz persönliche Strategie überlegt. Und zwar summe oder singe ich ganz leise ein Lied und konzentriere mich einfach auf dieses Lied. Und in meinem Fall ist das Summer of 69 von Bryan Adams. Also das heißt, wenn einer von Ihnen mich mal in der Klinik sitzen oder liegen sieht und irgendwie das Gefühl hat, er hört dieses Summer of 69, und dann weiß er, da geht es mir gerade nicht so gut. Ja, und welche Entspannungstechnik jetzt bei wem wie wirkt, das muss halt jeder selber für sich herausfinden. Und da muss man einfach das mal üben, das mal ausprobieren und sich auch auf die verschiedenen Techniken einfach mal komplett einlassen und sie einfach mal ausprobieren. Es gibt ja da relativ viel, es gibt ja spezielle Atemtechniken oder progressive Muskelentspannung, autogenes Training oder auch Meditation oder wie wir auch heute gehört haben, Hypnose. Also das Feld ist recht groß. Aber es ist möglich, dass man die eine Technik für sich findet, die einem in schwierigen Situationen hilft. Ein weiterer wichtiger Punkt ist auch die Unterstützung von der Familie und Freunden. Dass jemand da ist, der einen versteht, dass man eben Angst hat und mal nervös ist und auch mal weint. Von Sachen wie schlechte Lungenfunktionswerte, Blutentnahmen, IV-Therapien und was da alles eben mit zusammenhängt. Aber man braucht einfach das Gefühl, dass, wenn man mal fällt, dass jemand da ist, der einen auffängt und der einen tröstet und der einen einfach komplett versteht, dass es halt jetzt gerade einfach scheiße ist. Denn sich auch mit einer Angst zu beschäftigen und zu versuchen, sie zu überwinden, das ist ein längerer Prozess und das geschieht eben nicht von heute auf morgen. Und der lange Prozess hat eben auch seine Höhen und Tiefen. Und man ist halt auch einfach nicht jeden Tag gut drauf, gut oder schlecht drauf. Das ändert sich halt immer und das muss man einfach akzeptieren, dass es auch mal nicht so klappt oder dass es auch mal länger braucht. Mal geht es auch ein bisschen schneller. Und man muss auch akzeptieren, dass es halt auch einfach mal einen Rückschlag gibt. Aber man darf nicht aufgeben. Man muss einfach durchhalten. Das gilt genauso für die Menschen, die einen auf diesem Weg begleiten, die Eltern oder die Freunde. Habt Geduld mit demjenigen und vor allem erzeugt keinen Druck. Denn mit Druck lässt sich überhaupt nichts lösen. Und es lohnt sich wirklich durchzuhalten. Also danach sind die Ängste, die man hatte, vor den alltäglichen Problemen und Herausforderungen von einem CF-Patienten einfach so weit zurückgegangen, dass man einfach entspannt in die Sachen reingehen kann. Und so ein entspannter Gang in so einen Ambulanztermin, der tut einfach wahnsinnig gut. Und auch noch einen Plan zu haben, was man bei schlechten Ergebnissen machen kann, das erleichtert es einem einfach ungemein. Auf alle Herausforderungen, die sich so
bieten im Leben. Und was halt wie, wann bei mir wirkt, das musste ich auch erst selber alles herausfinden und mich auch stufenweise rantasten. Einmal den Ambulanztermin irgendwie gut hinter mich bringen, eine Blutabnahme entspannt zu haben, eine Lungenfunktion irgendwie relaxed hinter mich zu bringen oder auch IV-Therapien und auch plötzlich auftretende Probleme mit einem kurzen stationären Aufenthalt. Und zum Üben und Lernen und zum Analysieren gibt es bei uns ja eigentlich immer irgendwas. Und ja, das, also ich kann nur sagen, das macht es einfach so einfacher, das Leben, und auch viel sorgenfreier. Und abschließend möchte ich noch sagen, für mich persönlich haben sich drei wichtige Punkte herausgestellt. Und zwar einmal die aktive Beschäftigung mit der Angst, das Erlernen einer Entspannungstechnik und auch das konsequente Durchführen dieser Technik und die seelische Unterstützung. Genau, dann danke ich für die Aufmerksamkeit, für meinen kurzen Vortrag. Und wenn Sie noch Fragen haben, dürfen Sie mich gerne fragen.